Ja, moin moin Leute, die Pfeiler hier, willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine entspannte Podcast-Folge mit dem guten Mosen, ja, kennt ihr vielleicht auch. Timo ist ein alter Real-Life-Kumpel von mir und macht auch viel im Streaming-Bereich, überwiegend auf Englisch. Aber ja, ich denke, wir haben viele Themen momentan, die uns beide betreffen irgendwie. Ich meine, wir haben ein Release-Datum von WoW, die Beta ist live und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Und ja, Timo, erstmal moin an dich. Jo, moin, ne? Moin. Ja. Genau, du kannst ja kurz deinen Kanal mal vorstellen, was du so machst. Genau. Ja, erstmal nochmal moin an alle nochmal hier vom deutschen Kanal von mir und auch natürlich bei Defiler. Genau, also wir haben uns heute nochmal zusammengetan. Wir wollten mal wieder ein bisschen mehr Content zusammen machen und da dachten wir uns, setzen wir uns einfach mal hier zusammen heute Morgen oder Mittag und quatschen mal wieder über ein bisschen Classic-Kram. Und laden das dann einfach hoch, ne? Weil es gibt ja ein bisschen was zu berichten über die Beta. Genau. Ja, keine Ahnung, ganz kurz, mein englischer Kanal auf YouTube ist Mosen und Twitch ist Mosen Lel und auf Ja. YouTube der deutsche Kanal ist auch Mosen Lel. So, haben wir das schon mal aus dem Genau. Weg. Genau. Die Werbung, ne? Und Ja, bei mir haben auch einige im Stream gefragt, so von wegen, wann ich mal wieder was mit dir machen würde. Dann habe ich halt dann auch so geschaut und überlegt, ja, ist halt irgendwie auch schade, ne? Weil ich meine, du machst so deine englischen Sachen. Ich auf Deutsch überwiegend und ja, haben aber eigentlich beide auch schon eine lange Geschichte, eine gemeinsame Ja, Geschichte in eben. WoW. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen schade, Ja, wenn wir da nichts außerdem, machen ja, würden. machen wir auch beide deutschen Content auch so Typen und Genau, du hast ja also auch einen kleineren deutschen Kanal. eben und ja, weiß nicht, von daher, warum nicht? Ja, Beta ist am Start, seit ein paar Tagen. Und ja, Timo, was waren so deine ersten Erlebnisse so? Ich habe halt gefühlt gar keine Zeit gehabt, um Jo. irgendwie die größeren Streamer anzuschauen. Ich habe Ja. immer nur mal so kurz bei Esfand reingeschaut. Also die drehen ja alle komplett durch. Ne? Also auch, ich finde es auch krank, wie viele Viewer die auf einmal haben. Und was waren so deine Ja, das geht ersten halt ab. Eindrücke? Also ja, ich habe ein bisschen, wie gesagt, die Beta ist ja jetzt von Stand heute ist es ja irgendwie seit gestern draußen, ne? Gestern ist gelauncht? Oder vorgestern schon? Vorgestern, Vorgestern? ja, vorgestern. Krass, ja. Vorgestern Und Nacht in deutscher ja. Zeit. Natürlich. Alles Ami-Zeit, wie gesagt. Und ja, also die mein erster Eindruck ist halt natürlich, also die erste Welle ging natürlich erstmal nur an große Streamer raus. Wir haben heute auch ein bisschen Rant dabei und so, ein bisschen Rumflame, wenn wir heute auch, schätze ich. Und ja, die erste Welle ist raus und die großen, ja, man kann Also wir nur haben sagen, beide die großen keinen Key, kann Streamer, man schon mal wir haben, sagen. genau, wir haben ja schon mal keinen Key, ne? Deswegen sind sie natürlich auch mad, mad as fuck. Nein, das ist nicht so schlimm, nur man muss ja auch Kritik üben dürfen und ja, die großen Streamer haben alle einen bekommen, die Server, die Beta-Server sind noch relativ leer auch, ja. Und wenn wir jetzt von großen Streamern reden, dann reden wir davon, ja, sowas wie hier Soda Poppin natürlich sowieso klar. Wobei das halt auch einer der Dinge ist, wo ich irgendwie, was ich auch völlig in Ordnung finde. Wir haben auch noch andere große Kanäle und so, das ist halt alles ein Netzwerk und die haben jetzt natürlich mega viel Viewer und die gehen natürlich auch gerade ab. So, das ist ja auch gar nicht so schlimm. Nur es sind halt relativ wenige Menschen und ja, also die es sind auch ein paar andere mit dabei, können wir gleich mal drüber quatschen. Aber ja, es geht natürlich mega ab. Ich glaube, die Leute sind, ein paar sind gestern offline gegangen von dem Netzwerk da, haben dann sich gegenseitig gehostet und dann hatte irgendwie erstmal Ach so, so dann kommen die anderen 90.000 wieder Viewer. online dann so, ne? Ja. Ja, irgendwie 90.000 Viewer bei Esmond Gold und also der Hype ist auf jeden Fall da. Die Leute haben hart Bock drauf, ne? Ist ja logisch. Ja, also mein Eindruck ist, kann man gleich noch drauf kommen, aber also die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Leute haben hart Bock auf Classic irgendwie und Ja. ja, also es geht mega ab. Ich habe schon ein bisschen in die Streams reingeguckt und so, Ja, aber ja. ja. Es haben auch ein paar kleinere Streamer haben auch einen Key bekommen. Also ein paar Deutsche auch, Ja. habe ich auch schon mitbekommen. So Serenia, kennst du den zum Beispiel zufällig? Nee, kenne Serenia? ich nicht. Aber Auch, der hat ja, also es so. gab natürlich auch die normale Auswahl. Also ein paar zufällige, ne, wurden halt schon ausgelost und haben natürlich auch schon Keys bekommen. Das gibt's auch. Es also sind nicht nur große Streamer, aber. Ja, so also wie gesagt, so ein paar kleinere, die so 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Follower haben und auch verpartnert sind auf Twitch, haben auch einen Key bekommen. Ja, kleiner, ne? Die jetzt, ja, die, ne, Auch schon fett. also die auch dann in dem, ja, klar, ich meine jetzt im Vergleich zu Esfand und so weiter halt, ne, die Ja. auch dann richtig im Blizzard Launch und so weiter direkt gefeatured worden. Ne? Also hat man dann zum Beispiel, wenn du heute den Launcher aufmachst, steht da auch,
Erlebe die WoW Classic Beta mit Zirania und so. Also ist auch krank irgendwie, oder? Also ja, muss man aufmachen, dann steht das da direkt. Wenn du auf WoW gehst, dann steht da, wird quasi da schon der Stream von ihm gezeigt, ne? Krass, ja. Muss ja gut, okay, das zeigt ja aber auch, dass sie, das hält natürlich der erste Gedanke da drin ist natürlich, wir sind in 2019. Ja, Influencer-Marketing, so, ne? Also, Influencer-Marketing, so. Ja. merkt man auf jeden Fall, dass Blizzard das nicht verpennt hat, so, ne? Und ich meine, klar, die Kritik auf jeden Fall, man findet es schon ein bisschen schade, dass dann, also manche von den Partnern haben halt auch nicht so mega viel mit WoW am Hut, ne? Und haben halt einfach einen Key bekommen wegen der Reichweite. Das finde ich auch ein bisschen schade, mein Gott. Ja. Aber weißt du, wenn ich jetzt wenn ich jetzt quasi Blizzard wäre und überlege, okay, wem gebe ich einen Key, dann muss ich das ja irgendwie selektieren. Ja, ne? Deswegen, danach der Reichweite zu schauen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, ja, mein Gott. Nein, nein. Das steht ja auch außer Frage. Also, es steht ja auch generell außer der Frage, erstmal die großen Streamer reinzulassen. Ich habe halt nur einen Kritikpunkt und ich glaube, der kam bei uns im Discord auf den fand ich ganz gut. Natürlich, guck mal, die schicken denen, die geben den Beta-Access, ja, briefen die vorher, berichtet mal halbwegs okay, ich weiß, wie das läuft. Ja, das ist einfach so, vielleicht kriegen die Kohle dafür, glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die kriegen halt den Zugang und werden ein bisschen gebrieft, dass es halt nett wäre, dass sie halt auch Bugs reporten sollen und so weiter. Hm. Und dann ist es halt umsonst, das ist Marketing umsonst, ja. Also ja, das ist halt voll krank, Menschen, ne, ja. Also da wäre man ja auch doof, wenn man das nicht machen würde, so eine Art, ne. Natürlich, so. Ja, und ich weiß ja, wir machen ja auch sowas mit der Firma, dass wir da halt auch mit Leuten zusammenarbeiten, die das halt auch machen, Influencer-Marketing. Ja. Und das ist ganz klar, das ist ein Geben eine Hand wäscht die andere und das geht halt auch. So, das halt erstmal aus dem Weg, vielleicht können wir gleich schon mal an den Punkt eingehen, ich finde es halt wichtig, dass halt auch später noch Leute aus der Community reinkommen, also normale Spieler halt auch. Ja. Weil es kann halt auch nicht sein, dass halt dann nur große Streamer reingelassen werden irgendwie und dann, damit das halt wieder, es ist halt so ein bisschen künstlich dann irgendwie. Also ich fände es halt auch schon, es geht auch nicht nur darum, dass, weißt du, ich habe kein Key, und heul und so, ne? So Pippi in den Augen. Klar will ich auch ein Key, ist ja wohl logisch, jeder will ein Key. Ja, wobei ich auch sagen muss, viele haben mich gefragt, so, ja, bist du irgendwie muckelig, dass du kein Key hast, und so. Und ich sag dann halt immer so, ja, also nicht beleidigt oder so. Und wenn ich nicht Livestreamer wäre auf Twitch, dann würde ich, glaube ich, auch gar keine Beta spielen wollen. Ne? Aber es ist natürlich schon für einen Streamer, für einen Content-Producer ein unglaublicher Vorteil, wenn man einen Key hat einfach. Ja, also aus unserer Sicht muss man natürlich sagen, dass was die haben jetzt natürlich einen riesigen Vorteil und saugen halt, obwohl sie schon so fett sind, alle auf, ja. Klar, das ist halt ein Riesenvorteil, natürlich auch schade für uns, wir würden es auch gern streamen, aber gut, ist halt das Leben, ja, Maul halten, hinsetzen, ja, wir sind halt auch nicht so groß. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so mega schlimm. Und ganz ehrlich, ich persönlich raid gerade Nax mit der Gilde irgendwie und stream das und das macht mir viel mehr Bock, als jetzt wieder irgendwie in Elven rumzugehen. wäre es super für mich, weil ich wäre halt auch wirklich daran interessiert, nach Bugs zu gucken und zu schauen, wie funktioniert das, weil wir hatten schon richtig viele Clips. Vor allem auch dann immer so zu gucken, was sind die Unterschiede zu den Privatservern zum Beispiel auch, ne? Ist ja auch eine interessante Geschichte. Ja. Dann gibt es schon viele Themen, die man sich anschauen könnte. Aber ich sage auch immer, wir haben ja auch den Vorteil wiederum, klar, wir sind jetzt nicht so groß, dass wir einen Key bekommen, aber wir sind auch nicht so groß, dass wir quasi keine Privatserver streamen können, ne? Momentan zumindest noch. Und das ist ja auch ein Vorteil, ne? Also, weißt du, wir können ja quasi noch Vanilla-Content zeigen, das ist ja auch nice eigentlich. Ja, eben. Ne? Und im Moment geht's halt und so, wollen wir uns gar nicht beschweren. Nein, aber mein anderer Kritikpunkt war halt, was sie jetzt halt schon gemacht haben, was ich weiß, wie gesagt, Nickrush, der hat das jetzt hier gestern erzählt, der Cousin von ihm, der hat halt einen Account, er hat halt das Spiel direkt in der Launch-Woche gekauft, damals in 2005, und der hat halt schon einen Invite bekommen. Das heißt, sie haben, das habe ich schon von mehreren Seiten gehört, dass Spieler, die einen Release-Account hatten, die haben schon einen Zugang bekommen. Die haben also schon eine Welle reingelassen von Leuten, die halt ganz am Anfang waren. Ganz early Leuten, ja, okay. Ja, so, und mein Account, hatte ich dir auch schon erzählt gestern, ist von 15. März 2015. 15. März 2005, so. Also einen Monat nach Release. Nicht ganz Release, genau. Aber ich habe halt noch keinen und das heißt aber, sie haben aber schon mal Leute reingelassen. Mhm. So, und jetzt für alle, die es vielleicht noch nicht wissen,
sie werden halt immer mehr Wellen reinlassen. Ne? So, ihr müsst halt ich rede mal kurz drüber, ihr müsst einen abonnierten Account haben und das angeklickt haben in eurer Account-Seite. So. Ja, genau. Jetzt ist halt mein anderer Kritikpunkt, und das ist, glaube ich, halt so eine Sache, was halt jetzt viele große Streamer machen. Klar, die machen halt irgendwie einen Hype, aber es geht halt auch darum, Bugs zu reporten und zu gucken, ob das Spiel funktioniert. Das ist halt eine Beta. Mhm. So, und was machen die? Die rushen halt auf 30, ne? Also die machen halt irgendwie so World First Dead Mines. Und halt, also was für ein Quatsch halt. Das ist halt so wieder so Todesclickbait. Ich meine, nix ist World First, erstmal A. Ja, World First war alles 2004. Ja, gut. Erstmal ja. Schon mal weg. Das ist natürlich. Aber ich glaube, das wissen die auch selber, ne? Das ist halt. Ja, aber es ist halt bei denen halt schon so. Es ist halt alles nur meine Meinung. Man kann das halt auch gut finden. Das ist alles kein Problem. Aber man darf ja auch seine Meinung sagen, so, ne? Und ich finde es halt irgendwie so, sie spielen da schon sehr bewusst mit. Und clickbaiten halt irgendwie. Und es ist halt so ein bisschen unangenehm, manchmal zu sehen. Mhm. Und sie rushen halt und machen daraus wieder so ein Ding. Und es ist halt sehr, sehr egoistisch gesehen, so halt. Sie machen halt sehr viel nur für sich. Einfach. Und daraus kommt, resultiert halt noch ein anderes Problem, was ich sehe. Und es gibt halt auch ganz viele, also es gibt halt auch ein paar Streamer, die probieren halt auch Sachen aus und reporten dann einen Bug, wenn irgendwie was mit einem, du konntest zum Beispiel immer nach vor und hinter einen Caster gehen, wenn er gerade was castet. Und wenn du dann halt hinter ihm bist, wenn der Cast aufhört, dann muss der Cast natürlich abgebrochen werden. Aber er war dann halt hinter ihm, kurz hinter ihm. Und der Cast hat in die andere Richtung gecastet, aber der Cast hat ihn trotzdem getroffen. Das ist natürlich ein Bug. Das ist natürlich noch von Retail. Das darf natürlich nicht sein. Ja. So und so eine Sachen. Ne? Und ja, wenn man dann halt nichts testet und halt irgendwie nur rusht und überall World First Deadmines hinschreibt und so, dann ist das zwar vielleicht ein bisschen witzig für amerikanischen Content so, aber bringt halt der Sache nicht wirklich weiter. Er bringt halt die Sache nicht wirklich weiter. Und das finde ich dann halt immer ein bisschen schade. Und ja. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht so fett verfolgt. Ich weiß noch nicht, was die da den ganzen Tag machen. Vielleicht machen die es ja dann auch noch, wenn die jetzt mit diesem Early-Hype fertig sind, so weißt du. Aber generell ja, weiß ich schon, was du meinst. First Level 30. So, das ist naja, halt stay safe jetzt, ne? Ja, ja aber also die werden ja öfter noch, ich meine, die Beta läuft ja noch ein bisschen, ne? Also, die hat ja noch ein bisschen Zeit, um vielleicht das auch ein bisschen ernster noch anzugehen. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, so. Ja. Eine Sache ist dann halt wieder, die daraus resultiert. Die machen halt einen Run irgendwo in Wailing Caverns. So, da war halt ein ganz geiles Meme. Vielleicht kann ich das mal, kann ich das dann mal hier reinschneiden oder so. Und die wipen halt am Endboss. So, und sterben halt irgendwie. Und der macht halt viel Damage. So, ist halt so. Ne? Und dann ist halt das Resultat daraus, OMG, der ist ja wahrscheinlich buggt. So, und was reporten sie dann, weil sie sterben? Ja. dass das zu viel Damage macht. Ja, Reed, weißt du, Vanilla ist zu schwer. So. Ne? Mhm. Und das ist halt so ein Ding, was dann daraus resultieren kann, weil die halt irgendwie so, wie gesagt, man kann ja die Meinung haben über Leute, die man möchte und so, wir müssen ja auch nicht auf den rumhacken. Nur ich weiß ja, dass halt auch manche jetzt nicht so die Mega-Pros in dem Spiel auch sind, obwohl sie so eine Reichweite haben und wenn ja, das auf halt jeden Fall. Heulen und sterben an so einem Wailing Caverns Boss, dann muss man sich halt am Ende schon fragen, ob das sinnvoll ist für die Community und das Spiel, wenn die halt Sachen reporten, dass irgendwas zu viel Schaden macht, was es ja nicht tut. Und da hast du quasi die Befürchtung, halt dass dadurch das Spiel dann vielleicht sich in eine falsche Richtung developen könnte, so eine Art. Ne? Nee, sagen wir, es besteht halt die Möglichkeit, wenn sie halt nichts reporten, wirklich an konstruktiven Bugs, aber halt irgendwie, weil sie. Ne? Weißt schon, was ich meine. Ja, also, ja muss man mal abwarten. Ja. Ja, muss man abwarten. Es sind halt so Sachen. Und ich habe halt schon viele Clips von diesen in Häkchen kleineren Streamern gesehen, die halt irgendwo in Startgebieten rumeiern und die probieren halt Sachen aus. So, ne? Und das finde ich dann halt schon ein bisschen mehr zielgerichtet irgendwie auch. Ja, kann stimmt. Also auch Spaß haben mit der Beta. Was ich halt auch noch interessant fand, den Punkt, auch so in diese Kategorie reingeht, dass auch die Gefahr besteht, dass halt viele Leute in den letzten Jahren viel Zeit auf Privatservern verbracht haben, ne? Und dann vielleicht ja, auch klar. Jetzt quasi nicht quasi Classic irgendwie vergleichen von 2005 mit der Beta, sondern eben die Privatserver und dass dann vielleicht Classic am Ende mehr wie die Privatserver wird und nicht so wie Classic 2005, weißt du? Da habe ich auch schon mal nachgedacht. Das wäre schlimm zum Beispiel. Ja, das wäre echt so ein bisschen bitter irgendwie. Ja. Ganz viele hier sind halt auch Private Realms, weil die da halt gezockt haben und so. Da ist nicht alles perfekt. Also, nee, darum. Absolut nicht, ne? Also es gibt ganz viele Sachen,
so Rüstungswerte und Widerstände und so sind alle nicht richtig. Das ist alles geraten letztendlich. Es kommt schon sehr nah dran. Ja? Also man muss halt sagen, die letzten Privatserver, die waren halt schon sehr, sehr nah dran. Aber letztendlich haben sie sich halt Quellen bedient, um das halt ungefähr rauszufinden. Aber letztendlich war es halt schon sehr nah dran, aufgrund von Erfahrungswerten, aber immer noch letztendlich geraten. Ja? Also stimmt schon vieles, aber auch sehr viel geraten noch. Und das hat halt auch viel, wann macht ein Boss irgendwelche Fähigkeiten? Ja? Ist es vielleicht viel zu wenig und so? Und wie gesagt, ich habe immer ein gutes Beispiel mit dem paar MC-Bossen und so, dass halt manche Debuffs kommen dann auf den Raid, die müssen halt dispelled werden, aber sonst machen die nichts. Die drain halt deinen Mana und viele sagen, nee, die haben halt auch Schaden gemacht früher. Ah, okay. Die machen halt keinen Schaden. Manche Elemente fehlen teilweise und ja genau, wenn jetzt halt ganz viele Leute, die halt auch teilweise von Retail kommen, also vom BFA, für die ist es sowieso wahrscheinlich ein bisschen komisch, dass einfach ein normaler Raid oder ein normaler Dungeon-Boss die einfach umklatscht. Kann ja, ne? Das kommt auch noch dazu, ja. Und dann kommen halt noch Privatserver-Spieler, die dann halt denken, so wie das da war, irgendwie, so war es richtig auf Classic und so. Aber ist ja auch schwer, so, ne? Ja, aber weil wer erinnert sich noch daran, wie es 2005 war, weißt du? Ich weiß halt auch nicht mehr so. Ja, ne, halt naja, Spieler von 2005, ne? Deswegen finde ich halt wichtig, dass die halt auch invited werden. Und, ja, aber ob die sich daran auch erinnern, ist auch die Frage, weißt du? Weil ich habe ja auch damals gespielt, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel Schaden da irgendein Boss gemacht hat. Und ja, klar, aber werden sich halt eher daran erinnern, als jemand, Pandaria angefangen hat. Ja, gut, das auf jeden Fall. Herbermode hatte so, sorry. Pandaria. Ja, ist halt so. Ne? Also, hast du Pandaria gespielt eigentlich? Nee, ne? Ja, doch, ich habe hochgelevelt und angefangen, ja. Aber das war. Aber halt, dann aber auch gequittet wieder, das Thema, was mich komplett geturnt hat, so. Aber ja, gesagt, mit diesem, das war ja auch da, wo Blizzard nach China irgendwie wollte, ne? Ja, also von wegen, dass sie so die chinesischen Spieler auch, genau, ja, einbekommen wollten. Ja, das ist halt alles so, diese ganze Generation LFR. Wie gesagt, da gibt's für und wieder, die Leute fetzen sich ja auch nur, müssen wir gar nicht drauf eingehen. ich weiß, Blizzard möchte, dass alle den Content sehen und es ist, ja, ich weiß, aber ich find's scheiße, ganz einfach, und ich finde, das hat nichts zu suchen in einem MMO. Okay, Timo, jetzt nochmal ein bisschen was Positives hier. Ja, Brand-Note aber auch. Nee, muss auch mal heute, muss ein bisschen edgy sein heute. Okay. Nee, aber was wäre denn sowas, was dir jetzt, also findest du es generell denn gut, dass jetzt noch eine Beta gekommen ist, oder? Weil manche haben ja auch jetzt so schon spekuliert, es kommt vielleicht gar keine Beta mehr, weil wir das dann mit dem Release-Datum nicht mehr schaffen würden und jeder redet über die Beta. Und was sagst du denn zum Release-Datum am 27.08.? Schon ein bisschen spät, oder? Ja, also dass Leute halt gedacht haben, es kommt keine Beta mehr, war ja aufgrund der Easter Eggs, die halt gedroppt wurden, oder der Vermutung, dass das Spiel am mit dem 16.07. Juli, ne? Juli genau. Oder Juni kommt, das wäre natürlich eigentlich zu kurz gewesen. Aber andererseits hätte so eine Beta hier, wenn sie das jetzt Beta nennen, wo halt nur Streamer streamen dürfen, oder spielen dürfen, das hätte dann auch gereicht, eine Woche, und dann wäre der Hype da gewesen. So meinst aber, du? Ja, 27.08., ich finde es ganz gut, weil dann ist der Sommer halbwegs gegessen. Dann konnte man nochmal in die Sonne gehen, bevor man sich wieder im Keller einsteigt. Richtig. Ganz okay. Dann können wir wieder ranken und zocken und so. Weil es halt schon ein bisschen komisch ist, ne? Wir haben ja von einem Classic Summer gesprochen, bla bla bla. Und das ist dann eigentlich ein Classic Beta Summer, ne? Ich meine, hätte man ja irgendwie auch anders kommunizieren können, irgendwie, oder? Aber ja. Ja, fand ich. Also, ja. Ja, sie haben sich halt, es ist halt immer so wieder so, es gibt halt so Dinge, die kann man halt so machen, und ne, so wenn man es halt genau betrachtet, dann haben sie ja eigentlich nichts Falsches gesagt. Das ist immer so diese Art und Weise. Ja, Blizzard halt so, ne? Ja. So, das meine ich halt so. Man kann das halt alles so machen, und klar, ne, wenn man es genau nimmt, kann man ja ihnen ja nichts vorwerfen. Ne? Das ist ja auch genauso wie mit dem. Diese Art und Weise mag ich halt eh nicht. Und klar, man kann sagen Sommer. Mhm. Man kann aber auch ehrlich sein. Aber gut, muss man halt dann. Die können sich halt leisten. Dann. Hast du dir denn ein Abo gemacht gerade? Wegen der Beta? Ja. Um deine Chancen zu erhöhen? Ja. Hast du dir? Okay. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Nur weil ich einen alten Account habe, aber, ne? Ach, dass du gedacht hast, dann, okay, dann macht es auch Sinn, so eine Art, ne? Ja, man weiß es nicht. Nee, weil jetzt nochmal an die Info, also es gibt quasi die News von Blizzard irgendwie, dass man anscheinend ein aktives Abonnement braucht, um die Chance auf einen Beta-Key zu haben. Und aber ich finde, also ich habe mir die Textstelle mal genau angeschaut, ich finde es nicht
hundertprozentig genau so gesagt. Da steht nicht genau, dass man das auch braucht. Da steht eigentlich nur, dass man für die Beta ein Abo braucht, aber nicht für die Chance, einen Key zu bekommen. Das finde ich ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wo man einfach etwas schwammiger formuliert, damit nicht alle ankommen, lol, Blizzard will ich abzocken, ihr braucht auf jeden Fall ein Abo, sondern das kann man da so reininterpretieren, weißt du, damit halt sich viele Leute möglichst ein Abo holen. Und das finde ich auch wieder so ein bisschen, also da würde ich auch an der Stelle sagen, Leute, holt euch jetzt nicht wegen der Kack-Beta irgendwie ein Abo. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Content macht, finde ich es noch vertretbar, weil dann, ne, wenn man dadurch eventuell dann auch Videos machen und so weiter, aber so als privater Spieler hätte ich mir auch nie ein Abo geholt, nur um die Chance dazu bekommen. Nein, also genau, also für uns ist es halt was anderes. Ich habe halt einen alten Account und dann halt das Abo, da kann man halt nochmal drauf spekulieren, dass man vielleicht noch einen kriegt. Ja. Und dann können wir halt auch ein paar mehr Videos dazu machen und geil darüber berichten. Ist ja logisch aus unserer Sicht. Genau, finde ich auch. Aber ja, sonst würde ich es halt nicht machen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die Chance wird schon relativ gering sein. Und es sei denn, ihr zockt halt BFA oder wollt mal reingucken, dann kann man das. Genau, ja, gut, das wäre noch nicht ein Grund, ja. Und ja, man, das, genau, das wurde halt wieder so schwammig formuliert natürlich, damit man halt so überlegt, okay. Sich auch nicht so angreifbar macht. Weiß, ne? Ja, aber auch, damit man auch so ein bisschen das so im Raum stehen lässt. Ja, genau, vielleicht braucht man schon ein Abo, ne? Genau, weil, haben, halt weil, genau weil wenn du es nämlich, genau, weil wenn du es nämlich ganz klar machen würdest, würden manche Leute dann denken, ja, nee, ja, brauch extra braucht man dafür ein Abo, dann mache ich es auf gar keinen Fall, weißt du? Genau. Aber so überlegen quasi manche noch so, ah, vielleicht. Ja. Ja, die sind schon echt clever so in solchen Sachen, ne? Das muss man einmal sagen. So. Ja. Ja, auch jahrelange Erfahrung. Ich habe es irgendwie anders in Erinnerung, aber das kann natürlich auch wirklich trügen. Also, das kann echt trügen. Wie gesagt, ich gucke. Ja, also, ist ja auch egal. Aber das, meinst du die Formulierung oder wie jetzt? Ja, das. Ja, also das war mal anders bei Blizzard, die waren mal schon eher so ein bisschen mehr auf Seiten der Fans. So, ey, Leute, also, so, meinst wer jetzt noch kein Abo hatte. Er hat eh keine Chance, ne, und braucht jetzt nicht extra machen. Aber so wird es natürlich im Raum gelassen, damit einfach dieser Effekt getriggert wird, damit Leute sich denken, oh, vielleicht habe ich doch noch eine Chance, jetzt sub ich dafür mal. Aber gut, funktioniert ja auch, ist ja egal. Ich finde halt 27 Songs dann schon noch ein bisschen hin. Mhm. Ja, ich würde es mir auch früher wünschen, ehrlich gesagt. Aber na gut, so ist das Leben halt, ne? Pech gehabt. die Schüler tun mir halt leid, ne? Die dann irgendwie genau nach den Sommerferien ist Release so. Schon ein bisschen bitter. Ja, mir nicht. Die haben genug Freizeit, ne? Ja, die haben genug Freizeit. Ja. Schüler, also, wir mussten auch durch den Schnee früher. Und ja, ich finde es eigentlich ganz, also alles in allem bin ich einfach erstmal happy, dass es kommt. Ja, richtig, ich auch. Ganz ehrlich, ich hätte es gar nicht gedacht, vor nicht allzu langer Zeit hätten wir gar nicht gedacht, dass es überhaupt noch kommt. Und ja, darum stimmt. Bin recht froh darüber. Genau. Ja, das ja, halt weil sowieso, ne? Und dann kam jetzt die Phase, wo man lange nicht wusste, wie es weitergeht, so, ne? Das war auch nicht so geil irgendwie, wenn man nie ein Release-Datum hatte. Ja. Jetzt weiß man wenigstens, okay, Ende August geht's los, so. Eben. Ja, ich gucke nochmal ins Discord. Wir hatten hier noch echt ein paar Sachen, ein paar coole Sachen, auch die nicht aufgefallen sind schon während der, oder die anderen aufgefallen sind während der Beta, meinst du, oder? Ja, genau. Also es war halt das mit dem Carsten und ein paar andere Sachen, das mit dem Wailing Caverns Vibe, wo die dann halt sagen, ja, der ist bugged, weil sie halt vipen. Mhm. Solche Sachen halt und also anscheinend sollen auch die Tauren Hitboxes irgendwie noch buggy sein. Die sollen viel zu groß sein momentan. Zu groß? Ja, man kann sich anscheinend so aus 3-4 Meter Entfernung hitten in Melee-Range. Ach so. Und, gibt's auch ein Video? Waren ja auch, ich glaube, die waren halt auch größer, ne? Also das, ja, aber das kann es ja nicht sein, dass die dich dann von weiter weg angreifen können, also, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, wenn die Hitbox größer ist, eigentlich schon. Ja gut, das ist halt aber auch die Sache. Ich finde es halt auch wirklich extrem schwer. Das ist halt auch so eine Sache, oder wo sind denn die Quellen, so, ne? Also wenn schick dir mal das Video gleich, oder? Ja. Und reinschauen. Wenn man jetzt so einen Bug reportet, wer entscheidet denn dann darüber? Also wo haben die ihre eigenen Quellen bei Blizzard, so, das ist ne? Weißt du, was ich meine? So, haben die irgendwie ihr Ding so? Aber ich denke, Womit vergleichen sie das denn? Also haben sie noch die alten Sachen, oder? Also den 1.12er-Client haben sie ja auf jeden Fall, ne? Ich glaube aber auch, die Beta ist ja nicht nur, um zu schauen, was wirklich so war, sondern auch, um quasi diese neue
Kombination zwischen altem Spiel und neuem Client auch, weißt du? Das muss ja auch alles getestet werden, denke ich mal. Ne? Mit den Legion-Client und so weiter. Man schaut, wie das funktioniert. Ich glaube, es geht auch darum. Ne? Ich glaube, es geht nicht nur darum, ja, dass man so die perfekten Werte bekommt. Ja, man vergisst auch ganz oft, was so alles dahinter steckt, so, ne? Also infrastrukturmäßig und ja, so. Davon habe ich halt auch keinen Plan. Wer hat das schon? Ne? Genau. Aber da steckt halt wirklich noch viel dahinter. Weil auch, das ja auch nicht so der 1.12er-Client ist. Er soll halt auch, nur so aussehen wie der 1.12er. Auch die neue Grafik und so weiter, denke ich mal. Weißt du, wird man sich mal anschauen und so weiter. Warte, ich schick dir mal den. Deswegen ist halt aber auch wichtig, dass. Link hier. Ja, dass halt Leute auch was reporten und da ein bisschen mit offenen Augen durchgehen. Und nicht probieren halt. Na. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das stimmt schon. Aber ich denke halt, dass wir dann auch in den 3 Monaten Beta Leute, oder so. Besser, ne? Ich weiß halt nicht, wie lange die Beta geht. Die geht wahrscheinlich nicht bis zum Release, ne? Die wird wahrscheinlich so 1 Monat vorher dann enden oder so. Denke ich mal, damit sie die Dinge auch noch verändern können. Ja. Also 2 Monate ja, also hat man ja auf jeden Fall. Ist halt so, je mehr Leute, desto besser. Und vor allem auch, wie gesagt, es ist nichts. Ich habe kein Problem damit, dass Leute auch reinkommen, die erst später angefangen haben. Ich habe generell nichts gegen Leute, die in Wrath angefangen haben. Und ich finde das auch immer so ein bisschen blöde zu sagen, so, ja, das sind so die Wrath-Babys und so. Das ist halt auch dumm, aber. Nö, das mach ich auch nicht. Also. Ich finde halt schon, nur in diesem Fall finde ich es halt, glaube ich, schon wichtig, dass Leute reinkommen, die damals halt schon gespielt haben, weil die halt am ehesten noch eine Erinnerung daran haben und am ehesten das noch ein bisschen einschätzen können. Glaube ich. Und je mehr davon, desto besser. Weil wenn du jetzt nur große Streamer hast, ich hoffe wirklich, dass jetzt demnächst nochmal Wellen kommen. Ja, selbst wenn ich da nicht drin bin. Ich meine nur, dass einfach noch ein paar Wellen kommen mit Leuten, damit einfach diese Bug-Report-Rate höher kommt. Oder höher geht, weil so 50, wie viele Leute sind jetzt drauf? Also ich meine, ganz am Anfang waren ganz wenige drauf. Ne? Irgendwie, da waren 40 Leute auf dem Server. Keine das Ahnung. Also das bringt ja halt nicht wirklich viel, ne? Für weitgehende Bug-Reports. Aber man wird es sehen. Genau. Ja, was ich halt auch noch ein bisschen komisch finde, ich gucke auch immer so ein bisschen bei Barlow so. Und, der hat auch einen Key, ne? Stimmt. Der hat noch keinen Key. Nee, halt. Ich habe gehört. Das sind so Sachen, so. Wie gesagt, du hast ja diese Netzwerke und so. Doch, Timo, ich glaube aber, der hat einen mittlerweile. Ich meine, ich hatte. Geh doch auf den Stream, da steht noch keine Beta. Ehrlich? Hat er nicht. Okay. Er spielt noch BFA. So, das ist halt irgendwie. Stevenio hat einen, immerhin. Stevenio kann ich auch verstehen, dass er sofort einen hat, ehrlich gesagt. So, ne? Ich meine, Stevenio. Weil der auch richtig so Connections hat, so halt, ne? Mit. Ja, aber er hat halt auch, ich weiß halt auch, er hat zum Beispiel noch so eine richtig geile Illidan-Statue noch zugeschickt bekommen von Blizzard, weil irgendwie da jetzt jemand sitzt, der halt auch mal zuhört und guckt. Ja, meine ich ja, was. Connections, ne? Ja, halt irgendwie, aber die haben ihm die einfach zugeschickt, so. Und das fand ich halt cool. Ach so, auch so dankbarkeitmäßig so, ne? Dass da viel für die Community getan. Ja, genau, das war ja Community früher immer so ein Problem, ne? Da hat sich ja keiner einen Arsch Naja, das ist auch echt so, ne? Das hat man früher. Das hat sich auch so verändert einfach, ne? So dieses, da finde ich, macht Blizzard auch schon eigentlich zumindest einen guten Schritt in die richtige Richtung, glaube ich, so, weißt du? Also, ja, jetzt mittlerweile, ne? Früher war das halt gar nicht so, ne? Ja. So, was ich meine, wie sich den Arsch aufgerissen hat, ne? Und, ja. Naja, und ist ja auch egal. Aber jetzt irgendwann. Hat ein Sub auf YouTube reingekommen. Danke dafür. Ja, kennst du das, wenn du aufnimmst und dann kommen nur noch die Alerts? Das ist so lustig, obwohl du gar nicht live bist, so. Danke. Ding hier habe ich das erstmal, glaube ich, weggemacht. Ja. Nee, was ich meine, da sitzt jetzt halt jemand, der so ein bisschen aufpasst, auch auf der deutschen Community. Und klar, da haben sie ihn natürlich auch, um wieder anzufixen. Aber was ich halt nicht raffe, ach so, meinst du das? Barlow keinen. Ich meine, Barlow macht die ganze Zeit, der macht sogar deutschen Daily-Content dazu. Das ist halt mega. Und warum hat er keinen Keys? Und da muss weiß man sich halt schon fragen. Keine Ahnung. Ja. Genau, weiß man nicht. Und aber ich habe auch gehört, dass anscheinend, von den deutschen Streamern so eine Art auch irgendwie viele in die engere Auswahl gekommen sind, aber dann auch nicht alle reingekommen sind. Also da gab es anscheinend auch nochmal eine Auswahl irgendwie. Weißt du, also ich glaube, die haben das am Ende sogar per Zufall dann irgendwie bei denen gemacht oder so. Also hat Serenia irgendwie erzählt. Ja, könnte ja auch sein, dass es jetzt nicht immer alles irgendwie böse gemeint ist, so weißt du, sondern dass irgendwie echt da irgendein, die einfach gesagt haben, okay, wir müssen uns dann irgendwie. Gibt dann im deutschen Bereich eigentlich so viele Leute, die einen verdient hätten, weißt du, dass man dann irgendwie nochmal das random machen muss am Ende. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt schon. Natürlich. Also, ne, das weiß man ja auch nicht so, ne? Man kann immer auch viel vorwerfen, nee, klar. Also, alles, was wir sagen, ist natürlich, wir wissen das natürlich nicht, ne? Nur, man kann sich halt schon mal fragen, so. Ich meine,
Barlow macht jetzt auch nicht seit gestern erst Content, ne? Also, ja. Gerade für das Spiel auch. Und der ist halt auch sehr aufgeräumt so von Gedanken, finde ich, von der Formulierung und der hat ja auch was in der Birne, so du merkst, der weiß, der kann sich halt auch schon, und der ist halt, aber vielleicht liegt es halt auch daran, ich kann mir halt auch, er ist halt auch nicht jetzt ein Classic-Fanboy halt auch, ne? Der hat das halt gespielt früher, er fand es auch gut, aber er fand halt auch viele Sachen, er ist halt einfach sehr realistisch, sagt halt, Leute, das war halt so. Auch nicht alles geil in Classic, ne? Wenn ich daran denke, da könnte ich auch kotzen und so, ne? Und weiß nicht, vielleicht hat das auch damit so ein bisschen zu tun, ne? Weil wenn du mal schaust, wer ein Key hat, das sind schon eher Leute, die das halt hochhalten, ne? Und das ist ja jetzt auch nichts Neues bei Blizzard, ne? Stichwort, wer was kritisch berichtet, wird halt auch mal draußen gelassen. Auch, aber halt auch das Wichtige, was halt auch mal positiv berichtet und mal kritisch berichtet. Das mögen sie halt schon mal zum Beispiel nicht. Ne? Das ist relativ bekannt von Blizzard. Ja. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das auch mit. Ich meine, wir können ja nicht spekulieren, ist ja auch egal. Wir wollen ja auch nicht abhaten und so, aber ich finde, man muss auch nicht immer halt nur irgendwie Arsch kriechen und ja, stimmt. Ja. Nee, aber das Stivinion Key hat, finde ich echt cool. Also einfach auch so aus Nostalgiegründen und der gute alte Stivinion irgendwie mit der WoW nach damals irgendwie. Und ich hoffe ja immer noch, ich weiß ja, dass Stivinion auch mittlerweile Vater geworden ist und viele andere Dinge macht, Lehrer ist und so weiter. Aber ich würde es mir irgendwie wünschen, dass er irgendwie echt so regelmäßig dann wieder die WoW-Nacht machen würde. Oder das ist ja so geil. Ich würde das safe einschalten. Ohne Kacke, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, WoW-Nacht mal wieder wäre mega, mega geil. Oh, da würden wir alle aktivieren. Ja. Das wäre halt richtig krass, ja. Ja, aber gut. Er muss das halt selber wissen. Aber ey, also dem Video, was er released hat, war er halt sehr angefixt. Ne? Also er war halt schon wieder heiß. So, und er meinte auch selber. Werder Bremen. Gerüchte ja. sagen ja auch, er hat einen Sponsor für eine neue Alemania-Season und so. Ach stimmt, da hat er gesagt, er ist in Gespräch gesehen, ne? Damit, habe ich gesehen. Ja, ich habe das Anfang nur gesehen, das Gameplay dann nicht. Wäre natürlich krank, ne? Aber. Wobei ich Alemania, also Alemania habe ich auch gefeiert, aber ich fand die WoW-Nacht dann immer noch cooler. Ja, ich habe wegen der WoW noch geguckt. Also genau, Alemania fand ich auch sagen. War ganz cool so, aber. Genau, Alemania war noch so on top, so, aber war dann auch irgendwann so ein bisschen too much manchmal, ne? Aber ja. Aber jeder seine eigenen Referenzen irgendwie. Aber es war halt mega bekannt natürlich. Also war natürlich war eins der war ein riesiges Hörspiel natürlich, ne? Ja, klar. Ja, keine Ahnung, was kann man noch zu. War ja auch cool, ne? Aber wir haben bei der WoW-Nacht dann auch einfach andere Dinge gefeiert, ne? Es war einfach so dieses Feeling, man hat so, wir haben LAN bei dir gemacht im Keller irgendwie, die WoW-Nacht lief irgendwie. Und auch gerade so, ich so finde, geil, das war ja auch das, weil Alemania war ja auch so ein, wenn du so willst, so ein abgeskriptetes Ding so, ne? Das war ja nicht, also, wenn man es dann gehört hat am Ende. Und die WoW-Nacht an sich, da sind ja dann auch spontane Sachen passiert irgendwie so, ne? Und hat man schon ehrlich gemerkt. Das fand ich halt auch so geil, genau. Genau, wie wir damals schon. Skripten und so. Genau, ne? Wie wir damals eigentlich schon darauf abgefahren sind, wenn du so willst, so einen Livestreamer eigentlich zu hören, wenn du so willst, so eine Art, ne? Ja. Und weil es ja noch keinen Twitch gab oder halt in den übelsten Anfängen so. Und ja, schon interessant irgendwie, ne? Wie das dann so gekommen ist irgendwie. Da haben wir ja öfter schon mal drüber geredet, dass eigentlich, wenn er heute, also wenn WoW das erste Mal releasen würde, dann würde er halt so durch die Decke gehen, ne? Also das oder andersrum, wenn es damals schon Social Media gegeben hätte. Ich glaube ganz ehrlich, Stivinion könnte auch immer noch. Stimmt. Könnte immer noch. Er könnte einfach immer noch, wenn er einfach sagt, ey Leute, ich mach das jetzt hier, Fulltime, also Lehrer und dann Fulltime und halt so nichts anderes mehr. Dann könnte der, also man weiß das nicht. Er weiß das natürlich viel besser. Also ich bin ja nicht eher. Aber ein Schamane. Ja, klar, das musst du selber wissen. Ne? Er könnte es wahrscheinlich immer noch gut, er könnte das, glaube ich, noch hinbekommen, davon auch zu leben. Aber das ist jetzt nur Spekulation. Er weiß das viel, viel besser selber. Aber er meint ja auch, er ist einfach richtig gerne Lehrer und macht das richtig gerne. Genau. Aber das war halt eine geile Zeit. So, ich meine, letztendlich war das halt die Vorstufe zum Livestream. Ne? Genau, nur, richtig. Nur Audio und so. Mit IRC halt noch und so richtig. Das war der Chat so. Oh Gott. Ja, genau, das war der Chat. Voll lustig eigentlich so, ne? Da hat sich so zusammengeschustert irgendwie, ne? Du warst praktisch in so einem extra Chat-Programm mit Audio-Stream, der abgekoppelt war. Und das genau, war so wie war denn das nochmal? Also IRC war ja nur ein Chat-Programm. IRC, oder wie Discord eigentlich, ne? Ja, eigentlich wie Discord, ja. Und wo hat er dann wo hat man ihn gehört? Das habe ich nie richtig verstanden. Die waren im Vent. Internet, ja, dann das hat er irgendwie über Windows Media Player haben wir das irgendwie immer gehört. Das ist ganz komisch irgendwie, ne? Über Winamp, ne? Du hast ja dann so ein Verbindungsding, was du gedownloadet hast.
Und das hat dann praktisch dich verbunden mit dem Stream. Ja, über deinen genau. Player, den du hattest. Ja. So eine Art Internetradio quasi so, ne? Winamp oder so, ja. Ja. Und das konntest du ja auch abonnieren, dass das automatisch dann angeht, wenn das kommt und so. Das ist krass. Ah, einfach. Okay. Und ja. Ja, stell dir mal vor, damals hätte es schon irgendwie Twitch gegeben, Twitter, Instagram, Social Media, Alter, ey. Der wäre safe nicht Lehrer geworden, ohne Kack. Glaube ich nicht. Meinst du, ja? Ich glaube, der wäre so bei Blizzard irgendwie ja, Moderator geworden oder Gaming-Moderator. Also. Ja, aber auf jeden Fall hätte er irgendwas gemacht. So im Gaming. Ja, ich finde es auch alle nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht so von wegen, dass das schlimm ist oder so, aber es ist, also, manchmal ist es halt interessant einfach so, ne? Wie dann so jemand auch seiner Zeit voraus ist, einfach ein Stück weit, ne? Ja, ja, das war auf jeden Fall, ja. Er hat das echt schon was gemacht damals, also. Aber wie gesagt, WoW-Nacht war halt auch ein geiles Ding, so, ne? Alles so ungeskriptet und letztendlich, wenn du jetzt mal guckst, Leute schreien ja förmlich auch danach, dass alles geskriptet ist und eine Struktur hat. Ja. Das kenne ich auch selber irgendwie und, ja, weiß nicht, es geht dann halt auch so ein bisschen verloren. Deswegen gucken halt Leute natürlich aber auch Livestreams, weil. Genau, ne? Weil du dann jetzt da wieder. Das ist halt nicht geskriptet und das finde ich halt auch geil, so, ne? Weil da können auch spontane Sachen passieren und ja. Ja, hier, das ist ganz witzig eigentlich, ne? Passend zum Thema. Ich gucke gerade noch so ein bisschen nebenbei Tipps out hier. Und da schreibt er direkt an, I like how these streamers get beta accounts and never report bugs. Ja. Ja. Ne? Wie gesagt, es ist heute Rant-Tag, wir sind ein bisschen. Nein. Weißt aber du weißt weiß halt auch nicht, wie es bei dir wäre, wenn du jetzt wie ein Key direkt kommen würdest, weißt du, bist du mega am Hypen und vielleicht wollen die das ja auch erstmal auskosten am Anfang und weißt du, also. Ja, wie gesagt, wir müssen auch nicht zu doll auf den rumhacken, so, aber ich fände es halt auch cool, wenn sie halt nicht. Ach ja, kann man es ihnen auch vorwerfen, ne? Weißt du auch nicht, weiß ich nicht, das ist jetzt auch egal. Ja. Wir wollten nur erstmal alle updaten, was jetzt gerade abgeht mit der Beta und was es. Ja. Also es gibt da halt so ein paar verschiedene Meinungen zu und ich finde, das ist auch gerechtfertigt, dass man mal drüber redet. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was in den nächsten Tagen. Wir können ja mal schauen. Auf jeden Fall sind wir erstmal froh, dass die Beta überhaupt draußen ist. Ne? Wir müssen ja auch ein bisschen gucken, was man hat. So. Und genau. Hoffentlich geht es einfach bald los und dann, dann ist diese Scheiße hier auch vorbei endlich. Mit diesem Ungeeier und ja, auch so ich Bock. Ja, weiß nicht, gibt's noch was zu sagen? Hast du noch irgendwas? Zur Beta? Wir haben jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde, so langsam. Also ich denke, wir haben jetzt erstmal so die wichtigsten Themen angesprochen. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall alle gehypt. die Frage wird natürlich auch sein, wie lange dann auch so dieser fette WoW-Classic-Hype jetzt am Anfang halt noch dauern wird. Ich denke mal, so in den nächsten Wochen wird es auch ein bisschen abflachen, weil irgendwann halt auch keiner mehr Bock auf die Beta, so, ne? Ich meine, man kann ja nur bis also ich glaube, man kann nur bis Level 30 leveln. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, sie wollen aber dann den Cap noch erhöhen später, ne, glaube ich, oder? Dass man noch. Ja, ich glaube schon, Und. Das ist auch die Frage, wie lange die Beta überhaupt geht, ne? Genau, das ist auch noch die Frage. Und auch zur Info, falls das wirklich keiner wissen sollte, man kann natürlich die Charaktere von einem Beta nicht behalten, also die sind dann wieder weg. Ja. Ist also nur vorübergehend. Und ist halt schon eine interessante Geschichte einfach. Und also ich hoffe ja auch, dass quasi dann jetzt nicht irgendwie die Leute irgendwie dann auch so in diesem Hype irgendwie so ein bisschen untergehen in den nächsten Wochen, Monaten. Ich hoffe, dass dann wirklich auch die Leute mal wieder zur Besinnung kommen, ein bisschen chillen und dann sich einfach auf das Release freuen. Denn so wichtig ist die Beta dann irgendwie auch nicht, ne? Also. Ja, das eigentliche Spiel kommt erst im August, Leute. dann kann man darüber reden, wer erster 60er wird und so weiter, aber das ist momentan ist halt einfach so ein bisschen Jux und Tollerei da. Ja, man kann da sehen, wie man will. Ist ja egal, ich glaube, wir haben unseren Punkt auch klar gemacht, aber ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Also es ist interessant für mich, erstmal zu sehen, so, okay, jetzt Classic und dann kommt da eine Beta und alle sind irgendwie am Machen und Tun und so. Es ist halt schon witzig und krass, ey. Ich freue mich einfach ein bisschen und weiß nicht, vielleicht kann ich nochmal kurz Werbung machen hier. Ja, gerne. Also, wenn ihr noch Bock habt, wir sind jetzt gerade noch am Nux Raiden. Wenn ihr mein Video guckt und so, da seht ihr das ja, wo ich gerade bin. Und wenn ihr noch Bock habt, dann googelt einfach mal Northdale und schaut auf der Ali-Seite vorbei. Jetzt ist noch Zeit, jetzt könnt ihr noch ein bisschen mitraiden. Wir raiden noch jeden Content. Und werdet ihr echt bis zum Release eigentlich dann noch raiden oder wie macht ihr das? Ja, klar. Ja.
Geduld. Ja, wir sind jetzt 4 Bosse Nax, haben wir down und es geht weiter. Und dann, 4. Ja, wenn ihr Bock auf Classic-Content habt, ne, bei Defiler und bei mir gibt's es. Mal auf den Sub, da kommt auf jeden Fall viel. Wir hören auch nicht auf und ja, streamen halt auch viel, wenn ihr da Bock drauf habt. Also jetzt bei eurer Gilde mitzumachen, meinst du auch dann, ne? Ja, genau. Wie gesagt, Channels haben und bei der Gilde mitmachen am besten. Ne? Besser geht's nicht. Ja, nochmal die Info auch an der Stelle. Timo ist ja quasi so im englischen Bereich am Start. Ihr werdet ja auch auf einem EU-Server starten, ne? Genau, wir starten dann auf englischen EU-Servern später. Und genau. Ja, haben halt auch viele Deutsche dabei, aber halt auch nur die, die Bock auf Englisch haben. Ne? Ach so, okay. Ja, ich werde ja auf einem deutschen Server anfangen und mit 2 deutschen Gilden. Ich finde es immer ein bisschen schade halt, ne, dass Timo da jetzt nicht mit am Start ist im deutschen Bereich, aber war halt schon immer sein Ding, das Englische. Kann auch passieren. Mal gucken. Genau, klar, ja, ich meine halt nur, wenn es so kommen sollte, weil wir auch früher viel WoW gespielt haben und weil ich halt auch gerne, ich bin ja auch ganz ehrlich bei solchen Sachen, was jetzt Reichweite angeht und WoW und so weiter. Ich meine, im deutschen Bereich gibt es jetzt nicht viele Gesichter so, ne, die das Spiel auch vertreten können und ich denke, da haben wir auch eine Chance, irgendwie da auch so diese deutsche Community vielleicht auch ein bisschen zu vertreten, ein Stück weit. Und das wäre schon ein cooles Duo mit dir. Aber klar, am wichtigsten ist immer, dass man einen Channel. Also ist ja nicht so, dass ich nicht. Ja, nee, klar, ne, auf jeden Fall. Meinte auch, kann sich noch viel verändern und noch viel kommen. Er hatte schon recht. Wir reden noch mal kurz Deutsch im Stream, so ist das nicht. Also ja. Es ist halt eher Englisch, aber wir haben ganz viele Deutsche da. Also es ist halt ja nicht so, dass wir da einen rausschmeißen. Genau, nee, das meine ich auch gar nicht, aber meine deine Priorität. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch einen Char auf den deutschen Servern auf jeden Fall auch. Und, ja, genau, das meine ich halt. Das halt geil wäre, weißt du, wenn wir 2 Gilden, also wenn du mit deiner Gilde auch noch auf unseren Server kommen würdest, weißt du, das wäre halt so geil, stell dir mal vor. Das wäre halt so episch irgendwie. Wir haben ein paar Deutsche in der Gilde, aber wir haben halt nicht. Die meisten sind halt von überall. Ne? Also ja, das meine ich ja. Das meine ich halt auch so machen. Also die musst du dann natürlich ditchen. Ja, aber oder halt fragen werden oder einfach vor die Wahl stellen, wer mitkommen will. Aber ich kann es ja schon verstehen, ne, in deiner Situation. So, ne? Aber wir sind seit 5 Jahren jetzt zusammen am Reden. Ja, ich verstehe schon. Ich will auch auf englischen Servern zocken und so. Ich habe halt einfach keinen Bock auf Beutesystem und Eisenschmiede und Unterschrift und einfach gar keinen Bock. Naja, man kann ja aber auch auf deutschem Server mit englischem Client spielen, oder? Ja, aber das ändert nichts an der Sache, dass die Leute das dann trotzdem benutzen. Ach so, meinst du, okay. Also, wollen wir nach Eisenschmiede? Aber ich will einfach nicht damit spielen. So. Ja. Ich flame auch nicht darüber rum, okay. Ich will mich einfach von klein halten. Okay, nee, alles gut, okay. Ja. Kann man mal gucken, dass man dann das vielleicht mache ich auch einen Horden. Ich wollte einen Elementarschaman spielen. Vielleicht mache ich den dann auf den deutschen Server noch Horde. So, und mal gucken. Ja, okay. Okay. Ja, ich werde. Ist eigentlich Dwarf auch noch am Start? Dwarf Rogue? Ja, klar. Ja. Ah, okay. Alle. Lull. Genau, ja, wenn ihr Bock habt, kommt auf unsere Discord-Server, da könnt ihr schon mal ein paar Kontakte knüpfen. Ne? Ist ja jeweils verlinkt in den Beschreibungen von Defiler und von mir. Und ja, meine Sachen sind auch verlinkt, auch ganz gut, genau. Weil dann sieht man auch, wo wir auf welchen Server wir dann letztendlich gehen, wo du hingehst, wo wir hingehen und so. Ich glaube, das ja, aber ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein Video drüber machen. Auf welchen Server ich dann gehen werde. Genau. Ja, geil. Dann lass mal hier einen Cut machen. Ich glaube, das war genug. Genau. Das war es eigentlich jetzt für die Folge heute. Der kleine Beta-Talk heute. Dann würde ich sagen, check gerne mal die Links in der Beschreibung ab. Wie gesagt, wir werden ja auch 2 Gilden gründen. Eine auf Horde, eine auf Ali-Seite. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf den weiteren Verlauf von der Beta. Was da noch so geht, wann halt, ob wir noch einen Key haben, irgendwann, keine Ahnung, wir werden uns, denke ich mal, auch euch updaten, und aber ich wünsche natürlich trotzdem allen da draußen, die einen Key haben, viel Spaß im Game und bin mal gespannt, wie viele Leute da wirklich Meldet euch mal irgendwie, das erzählt mal was, dann laden wir euch mal irgendwie nochmal ein oder so, dann könnt ihr ja mal. Ach stimmt, das könnte man interviewmäßig so. Ja, wenn jemand einen Key hat, dann können wir mal quatschen, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, das stimmt natürlich. Überlegt so, von wegen, also was für euch in der Beta wichtig ist, wie ihr das seht, halt nur dicke Streamer oder so. Und immer dran denken, Free Barlow. Barlow braucht einen Beta-Key. Achso, genau, eine Sache, die wir noch vergessen haben, sind diese Stress-Tests, die irgendwie kommen. Ne? Also es wird halt am 22.05., glaube ich, also ein paar Tagen schon. Ja. In 6 Tagen, 5 Tagen. Werden sich wahrscheinlich auch viel mehr Leute einloggen können, aber nur für irgendwie 1 oder 2 Tage. Das heißt, das ist auch noch eine Sache, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben. Also da kann dann auch mal jeder reinkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann auch auf Level 1 irgendwie startet,
wie das dann sein wird, aber das wird auch eine Gelegenheit sein, um dann auch für kleinere Streamer so wie uns auch mal einzuschauen. Im Spiel hoffe ich, dass dann da die Chance höher sein wird. Ja. Stresstest, na klar, da brauchen sie halt so viele Leute, wie es geht. Genau, da brauchen sie halt sehr, sehr viele Leute, ne, die draufkommen. Und vielleicht mache ich dann irgendwie einen Event-Stream oder so. Mal gucken. Du dann wahrscheinlich auch. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt soweit. Und ja, wir können gerne öfter mal einen Podcast wieder aufnehmen. Ja, können wir echt mal machen. Oder auch andere kurze Themen, wie auch immer. Genau, es gibt ja so viel momentan. Also der kommt dann hier auf YouTube, ne, natürlich online. Und auch YouTube. Auf Spotify, genau. Ui, YouTube. Junge. Ja, genau, gut, dann würde ich sagen, danke Timo nochmal. Und ja, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ne, haut rein, macht's gut. Nicht vergessen zu abonnieren, die Glocke zu drücken und Daumen nach unten da lassen. Page. Daumen nach unten da lassen, weil wir nicht eurer Meinung sind. Das ist immer ganz wichtig im Internet. Und ja, macht's gut, bis nächstes Mal. Danke, tschüss.